Oh, Mark hat keinen Ton. Mark hat keinen Ton. Mark hat keinen Ton. Na, sowas. Na, sowas. Dann machen wir das einfach so. Dann sage ich jetzt einfach dann Hallo. Genau. Hallo, Steffi. Hallo, stell uns doch mal vor. Hallo, liebe Dampferinnen und Dampfer. Ich begrüße euch an diesem wunderschönen Abend. Dieses sehr erfolgreichen Tages. Und der Marc ist wieder da und der Marc sagt immer noch nichts. Ihr seid noch nicht auf Sendung? Doch, ja, wir sind on air. Nein, please stand by ist hier. Jetzt geht's das, los. Ja, das ist ja der Lag. Wir sind halt wir haben verleckt, zwischen Live-Show Lili. Und dem Ganzen hier. Auf jeden Fall begrüße ich dann einfach mal von rechts nach links, mein rechts. Hier die Seite. Da ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Hoffentlich wird das weiterhin so gut laufen wie gerade eben das Intro. Yeah. Mal was Neues zur Feier des Tages. Ich find's lustig. Aber wir haben ja auch einen Grund zum Feiern. Dann haben wir heute noch den Stefan. Hallo Stefan. Hi Steffi und hallo an alle. Ich hoffe, ihr seid fleißig am Feiern alle zusammen. Ja. Da ist der Marc. Ja, moin moin. Heute ist ein besonderer Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Wir können uns heute, glaube ich, alle in die Arme fallen und uns gegenseitig gratulieren. Wir haben auch noch die Lili. Lili, sag mal schnell Hallo. Nein, Lili ist schon im Tunnel. Lili ist im Tunnel. Dann sagen wir Hallo Norbert. Hallo Leute. Ah. Was für ein Tag. Der Norbert ist fertig. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Und wir haben heute als very special guest Annette. Hallo Annette. Ja. Sie lacht. Die Mutter. Sag doch mal Hallo. Ja, genau. Wir haben diese Szene. Diese Szenen, müssen wir fairerweise sagen, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir wollten, ja, den Kult also noch weiter leben lassen, ja. Annette kriegt sich gar nicht ein. Ja. Das geht jetzt den ganzen Abend so, die ist nur am Lachen. Ja, also wenn ihr hier seid, um irgendwelche sachliche Berichterstattung zu hören, schaltet wieder ab, da habt ihr geht euch weg. Ich sag einfach mal Prost. Oh ja. Prost, genau. Jo, cheers. Prost. Ich denke mal, das können wir alle zu uns gegenseitig sagen. Echt, Prost. Leute, das haben wir gut gemacht. Prost. Das müssen wir mal sagen. Wir alle da draußen... Alle haben es gut gemacht. Das habt ihr toll gemacht. Ich bin ganz furchtbar stolz auf alle. Ich finde das so toll. Ich gehe davon aus, dass alle Zuschauer wissen, warum. Wenn nicht, ihr werdet es hier wahrscheinlich nicht erfahren. Wie mies. Ja. So, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen und mal ein bisschen thematisch eine Zeitlinie und so. Marc, was steht denn auf der Agenda hier? Weiß ich doch nicht. Du machst doch die Moderation. Ich hab doch keine Ahnung, Mensch. Nee, du bist ja jetzt wieder da. Also, ja, hau rein. Ja, los. Also erstmal bei aller Überschwindigkeit versuchen wir mal den roten Faden zu finden. Jeder weiß, was heute los war. Heute war die Abstimmung oder die Lesung und die Abstimmung im EU Parlament in Straßburg. Und der wichtigste Punkt, der heute abgestimmt wurde, war der Änderungsvorschlag mit der Nummer 170. Ist das so richtig wiedergegeben? Kurze Frage an unseren EU-Außenreporter. Ja, 100%. Okay, 172 wurde zwar auch abgestimmt, aber da hat nun wirklich keiner. Das wäre schön. Zu hoffen gewagt, dass der wirklich durchkommt. Das wäre toll gewesen. Aber das war der spannendste Punkt heute und der wichtigste Punkt. Und dann, was dabei rauskam, um es erstmal schnell auf den Punkt zu bringen, war oder ist die Tatsache,
dass es erstmal kein medizinisches Produkt ist. Genau. Richtig. Was nicht so klar war vorher, ne? Also wenn ich an letzte Woche denke, es war nicht ganz klar, dass wirklich so abgestimmt wurde. Und das Abstimmungsergebnis war auch interessant. Es ist immerhin mit 57% Stimmen für uns abgestimmt worden und 42% gegen, 1% Enthaltung. Das ist schon mal ganz ordentlich. Wer in dem Moment im ERF-Forum war oder wer überhaupt noch reingekommen ist, der konnte das ohne, also einige haben es bestimmt live mitverfolgen können. Ich habe es teilweise nur im ERF lesen können. So viele Seiten in dem Thread, das ist schon echt selten. Ich hatte eigentlich mit einem Rekord heute gerechnet. Ja. Aber mal ganz sachlich, bei aller Überschwinglichkeit oder Überheblichkeit ist es ja eigentlich nicht. Bei aller Freude. Was heißt das erstmal für uns und sind wir damit oder können wir Dampfer damit gänzlich vollauf zufrieden sein oder gibt es auch ein paar Ösen und Haken bei der Geschichte? Ich denke mir, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wir versuchen es trotzdem mal. Ja, das versuchen wir. Also es gibt tatsächlich ein paar Haken, aber das Wichtigste ist, und das müssen wir, wenn wir in Zukunft, also heute ist der Tag zum Feiern. Ab morgen müssen wir weiterarbeiten. Und wenn wir in Zukunft dann darüber sprechen und daran zurückdenken, vielleicht auch, wir müssen uns mal vor Augen führen, was jetzt sich innerhalb von wenigen Monaten stimmungsmäßig geändert hat. Von der Verschärfung des Vorschlags hin zu einer Ablehnung des Arzneimittelvorschlags, muss man ja so sagen, also eine teilweise Ablehnung. Man darf immer noch ein Arzneimittel sein, wenn man denn möchte. So. Und da ist unheimlich viel passiert und das ist wie ein Richtungswechsel um 180 Grad. Das ist toll. Mhm. Das ist ganz toll. Wenn man an den 10.7. denkt, wo die beiden Punkte abgestimmt wurden im Envy-Ausschuss, im Komitee, da von dem Zeitpunkt bis heute hat sich eine Menge getan. Ne? Es waren heute wesentlich mehr Leute bei der Abstimmung mit dabei, muss man auch sagen. Es waren, das müsste ich nochmal zusammenzählen, was haben wir gesagt, um die 500 oder so, ne? 600, 650 ungefähr. Es waren also mehr Personen an der Abstimmung beteiligt. Gut, aber bei aller Freude, wo sind denn Punkte, die eventuell in der Zukunft doch noch Bauchschmerzen bereiten könnten. Ja, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. So von vorne. Ja. Wir könnten auch einfach mal darüber sprechen, was ist eigentlich dieser Änderungsantrag 170? Alle sprechen drüber, keiner weiß, was drinsteht. Alle wissen nur, wir müssen uns jetzt freuen. So. Das geht los, nämlich mit... Erstens, nikotinhaltige Erzeugnisse dürfen nur im Einklang mit dem Meldeverfahren nach Artikel 17 dieser Richtlinie in Verkehr gebracht werden. Da hat man schon mal die ersten Fragezeichen in den Augen. Was ist denn Artikel 17? Artikel 17 ist heute auch angenommen worden. Der Kommissionsvorschlag ist angenommen worden. Und Artikel 17 besagt, dass es eine detaillierte Beschreibung, eine Kennzeichnung für Nutzungshinweise geben muss, Einzelheiten über Inhaltsstoffe und Emissionen, entsprechend Artikel 5. Dann gehen wir in Artikel 5 und dort sehen wir, die Emissionen müssen der REACH-Verordnung entsprechen. Das ist die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Dieser Verordnung unterliegen wir sowieso schon. Da müssen wir uns nicht drüber aufregen, das ist alles okay. Und dann gibt es noch die Kennzeichnung von Verpackung von Stoffen und Gemischen. Also, was man dann draufschreiben muss, wenn es giftig ist oder nicht giftig ist, oder weiß ich auch nicht so genau. Gut, das sind Äußerlichkeiten, ne? Ja, das sind Äußerlichkeiten, aber da haben wir schon im allerersten Satz des Artikel 17 zwei andere Artikel untergebracht, die man erstmal noch verstehen muss. Es wurde diskutiert letzte Woche über die Emissionen. Was habt ihr damit gekriegt?
Ich möchte das einfach jetzt mal zur Diskussion stellen mit den Emissionen. Sonst sage ich das mal kurz zusammenfassend, was ich dazu gelesen habe. Es wurde bemängelt, dass es ja überhaupt gar kein Standardverfahren dafür gibt, solche Emissionen für E-Zigaretten zu messen. Das heißt, es wäre ja nicht möglich, Emissionen zu messen, also wäre es ja auch nicht möglich, die anzugeben, also wäre es nicht möglich, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Aber solche Ausführungen halte ich persönlich für übertrieben, sagen wir mal so. Dann gibt es halt bald ein Verfahren und dann machen wir halt eins. So, so ähnlich wie sie auch ein Verfahren haben für die Messung der Emissionen von einer Zigarette. Genau. Ja. Die Nikotinwerte, die da ermittelt werden, sind ja bereits bekannt, irgendwie ziemlich unrealistisch im Vergleich zum normalen Rauchen. Also vermutlich wird es ein ähnliches Verfahren auch für Liquids geben, ein Standard-Liquid-Verdampfer, bei dem dann die Emissionen gemessen werden. Damit alle Produkte über den gleichen Kamm geschert werden, wenn es darum geht, einen Standard einfach irgendwo zu etablieren, eine Norm herzustellen. Ja. Richtig. So, und wenn wir dann diese beiden Querverweise-Artikel verdaut haben, dann gucken wir uns einfach den Rest des Amendments an. Das wird nämlich dann immer schöner. Und es steht dort auch, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass nikotinhaltige Erzeugnisse allen einschlägigen EU-Rechts, Entschuldigung, nach 5 Sekt geht das nicht mehr, einschlägigen EU-Rechtsvorschriften und insbesondere der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit entsprechen. Das tun sie sowieso schon, das ist nicht so schlimm. Arzneimittelregulierung für alle Produkte, die ein Heilversprechen machen. Das heißt, eben dieses. Produkte, die ein Heilversprechen machen dürfen, gerne sich unter Arzneimittel regulieren lassen. Wir haben ja schon rausgefunden, dass es dann einfach keine Zulassung gibt. Das war ja der Punkt, der das so schlimm war an der Arzneimittelregulierung. Dann kommt Absatz 3 und dann geht's los. Es gibt eine Höchstgrenze von 30 Milligramm pro Milliliter. Das ist auch so ein Punkt, wo viele sich drüber beschweren werden und würden. Aber es ist besser als Arzneimittelregulierung. Soll eine Liste von Inhaltsstoffen und Emissionen geben. B sagt, Inhaltsstoffe nach Artikel 6 Absatz 4 sind nicht erlaubt. Der nächste Artikel, Artikel 6 Absatz 4 sagt, scroll, das sagt, es sind verboten Vitamine und Zusatzstoffe, die den Eindruck erwecken, dass es einen gesundheitlichen Nutzen bringt. Koffein und Taurin und stimulierende Mischungen, die Energie und Vitalität assoziieren und Zusatzstoffe, die färbende Eigenschaften für Emissionen haben. Also Dinge, die den Dampf einfärben. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich habe noch keinen farbigen Dampf gesehen. Und apropos vitalisierend, heißt das eigentlich, Kaffee wirkt ja auch anregend, dass ich kein Kaffee-Liquid mehr kriege? Oh, so lang. Nur wenn kein Koffein drin ist. Nur koffeinfreies Kaffee-Liquid. Okay, dann jetzt ganz klar. Dekan weiter, okay. Wenn der Kaffee nur nach Kaffee schmeckt, ja. Aber wenn er die Wirkung hat, dass er dich aufputscht, dann nicht. Bei 3 Litern am Tag oder mehr wirkt es bei mir eh nicht mehr. Wenn du 3 Liter Liquid am Tag Kaffee. Jetzt erinnere. Nee, 3 Liter, das kriege ich noch nicht ganz hin. 10 Milliliter sind schon genug. Bei mir wird es schwer. Der Tag hat nur 24 Stunden. So, wir müssen weiter durch den Stoff, damit wir es hinter uns haben. Es gibt noch den Beipackzettel zur Gebrauchsanweisung, Hinweise für Nichtraucher, Warnhinweise für Risikogruppen, Herstellungsort und Kontaktinformationen. Das gibt es teilweise jetzt auch schon. Ich habe es zumindest schon gelesen. Es gibt auch schon Gebrauchsanleitungen und solche Geschichten und auch so Hinweise auf Risikogruppen wie Schwangere und Herzkranke und so, die das nicht benutzen sollen, ne? Ja, damit kann man auch überleben, mein Gott, mit diesem. Ja, nee, das ist der einzige Nachteil davon ist der Verpackungsmüll. Ja. Ja, aber Schwangere sollten ja generell nicht auch nicht rauchen oder sonst irgendwie. Das ja, auch nicht dampfen. Von daher.
So, dann haben wir noch Gesundheitshinweise auf der Verpackung. Und das ist meiner Meinung nach ein Punkt. Also dieser Gesundheitshinweis soll lauten, dieses Produkt ist nur für Raucher, es enthält Nikotin, welches sehr süchtig macht. Das ist ein extrem diskutabler Punkt. Ja. Nicht wahr? Aber da dieses Gerücht sich sowieso bereits hartnäckig hält, wird es für uns im Endeffekt nicht schwerer. Es wird nur schwerer, dieses Gerücht zu entkräften. Schlimm daran finde ich allerdings auch, dass geregelt wird nach Artikel 10. Na, wo steht es denn? Ja, es wird auch geregelt, wie das aussehen muss. Und es muss genauso aussehen wie auf Zigarettenpackungen, wie diese Box mit dem schwarzen Schrift drin und so. Und das finde ich viel gefährlicher. Das sieht da genauso aus wie bei Zigaretten. Ist das doch ist echt nicht Das ist eine falsche Gleichsetzung, ne? Ja. Dann haben wir noch den Verkauf ab 18 und den Verkauf außerhalb von Apotheken. Aromen sind erlaubt. Dieser Punkt wurde extra abgestimmt heute, um wirklich nochmal zu bestätigen, dass sie auch erlaubt sind. So ist das zwar bestimmt nicht geplant gewesen von den Grünen, aber sie sind bestätigt, es ist erlaubt. Und wir haben dann noch ein Werbeverbot gemäß den üblichen Richtlinien, die auch für Zigaretten wirken. Das ist auch ein Problem, denke ich mal. Sehen die Händler zumindest ganz bestimmt so. Ja, und dann gibt es noch den grenzüberschreitenden Verkauf, der geregelt wird nach Artikel 16. Artikel 16 erzählt uns von den Regeln für den grenzüberschreitenden Verkauf. Genau, so wie es ist. Wobei es nicht so einfach ist, dass für Nicht-Juristen oder für Nicht-EU-Parlamentarier im Moment auseinanderzunehmen, was ganz das genau. Jetzt genau heißt. Wer darf was importieren oder exportieren? Welches Land darf das? Welche Gesetze gelten da? Das ist auch im Forum heute sehr kontrovers diskutiert worden. Ich glaube, keiner hat da so richtig den Durchblick, was das vollends für Händler und für uns auch heißt. Also Um das ganz klar zu sagen, ehrlich und offen zu sagen, wir wissen es jetzt an der Stelle selber nicht und wollen da jetzt auch nichts Falsches drüber sagen. Das gilt es noch bestimmt in der Nachlese weiter auszudiskutieren oder genauer rauszulesen, rauszuhören oder nachzufragen, was das genau auf den Punkt gebracht heißt. Ja, dann gibt es ja auch noch den Punkt, dass das Ganze in zum Beispiel in nationales Recht, also in deutsches Recht umgesetzt werden muss und wie es dann bei uns ganz am Schluss in Gesetzesform schwarz auf weiß da steht und sich auswirkt, kann man dann eh noch nicht sagen. Die ganze EU-Sache ist ja nur eine Vorlage, die immer noch strenger ausgelegt werden kann, wie sie von der EU beschlossen wird. Richtig. Von daher würde ich auch sagen, man kann einfach noch nichts Genaues sagen. Ja. Gut. Der letzte Punkt von diesem Absatz 3 ist außerdem dann, dass man Tabakmarken und entsprechende Symbole nicht verwenden darf. Das finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Das finde ich sogar ziemlich gut. Das ist eine gute Abgrenzung. Ja. Ja, das muss auch nicht sein. Ja, zumal, wenn du jetzt ein Liquid auf den Markt bringst und das Marlboro benennst zum Beispiel, kriegst du eh gewaltigen Stress mit den Leuten, die Marlboro verkaufen als so Zigaretten. Aber es könnte ja sein, dass die Firma, die Marlboro herstellt, gerne eine E-Zigarette machen möchte, die Marlboro heißt. Okay. Ja, also, okay. Die bisherigen Hersteller dürfen das ja eh nicht, aus markenrechtlichen Gründen, aber die da ja die Tabakriesen so hart einsteigen, ne? Da ist die Gefahr und das finde ich wirklich gut, dass es da eingeschränkt wird. Ja, und dann eben schon gesagt, die Gesundheitswarnungen sollen mit Artikel 10 übereinstimmen, das ist das, das Aussehen dieser Box, die da genau festgelegt wird, mit welcher Schriftart das geschrieben sein muss. Schwarze Schrift auf weißem Grund und so. Ja, und als letztes steht noch drin, dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung des Marktes beobachten sollen und im Speziellen unter dem Aspekt, dass es ein mögliches Einstiegsprodukt für Jugendliche sein sollte. Da können sie lange entwickeln und gucken. Das werden die nicht rausfinden. Gut, das war alles, das waren so die Punkte, die in dem Veränderungsvorschlag 170 drin waren. Ne? Das sind die Punkte, die dort
beinhaltet waren. Und das ist und bleibt der Hauptpunkt heute, über den abgestimmt wurde. Wo der durch war, war eine große Erleichterung im Forum zu hören und zu lesen. Ne? So kann man es durchaus sagen. Ja. Ja. Ich hab, wie habt ihr das so erlebt? Also ich habe hier gesessen und ganz konzentriert zugehört und in mein Dokument ein Plus und ein Minus geschrieben. Und dann kam die 172 und da wusste ich schon, ah, das wird ja eh nichts. Und dann kam das nächste und dann kam der Kommissionsvorschlag und der wurde abgelehnt. Und da habe ich gedacht, boah. Und dann kam 170 und er wurde angenommen und da habe ich wirklich gejubelt. Und mein Mann hat gefragt, ob ich jetzt weine. Also ich hätte fast geheult. Also es war wirklich sehr erleichternd in dem Moment. Norbert, wie war das im Parlament? Ja, also zumindest bei uns dreien, Annette, mir und dem Luc, war die Begeisterung natürlich unendlich groß. Wir haben geklatscht wie die Gestörten. Und böse Blicke von den Ordnern da empfangen, aber das war uns effektiv völlig egal. Ich stelle mir das gerade vor, wie ihr drei da in der Cafeteria steht. Ja, das war nicht in der Cafeteria, das war noch in den Zuschauerrängen vom Plenarsaal. Ja, stimmt. Da haben wir noch, da sind wir aufgestanden, haben die Dampfen triumphierend in die Höhe gehoben. Waren da noch andere Reaktionen im Saal? Da hat dann auch tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, dann auch im Plenum gab es dann, glaube ich, auch noch Applaus. Mhm. Oder Annette, wie hast du das mitgekriegt? Ja, also ich habe auch Applaus gehört. Das war schon toll. Nachdem es vorher so angefangen hat, als gibt es nichts. Und dann waren wir ja dran und zur Abstimmung sind wir wieder rein. Und es war wirklich klasse. Da war der Knoten einigermaßen geplatzt erstmal wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Zuschauer waren denn überhaupt da in dem Plenarsaal, in der Halle, muss man ja mehr sagen? War das voll? Ja, ich würde sagen, zu zweitel würde ich sagen, oder was meinst du? Ja, so zwei Drittel würde ich auch sagen. Ihr wart ja original, seid ihr hingefahren und habt euch das angeguckt, wie man euren Äußerungen gerade entnehmen kann. Und es gibt auch ein paar Fotos dazu. Ja, Fotos! Fotos. Ja. Bevor wir die zeigen, wir zeigen sie erstmal. Ja, zeig doch mal. Ja, klar. Der Sekt ist übrigens echt lecker. Das passt sehr gut zu meinem Pina Colada Liquid, welches Herr Schlüter heute so herausgestellt hat. Das kann aber tödlich enden. Das war jetzt der Plenarsaal bei der Debatte. Mhm. Und wie man sieht, gähnende Leere. Mhm. Also bei der Debatte haben sich wirklich nicht sehr viele Abgeordnete sehen lassen. Also da waren nur ein paar wenige, ja, ernste Befürworter und noch ernstere Lobbyschreier. Aber das sieht ja noch weniger aus als in der Aufzeichnung, die man von der EU präsentiert gekriegt hat. Da hat man zwar auch schon gedacht, oh, ist aber leer da, aber es waren ja Leute da, die geredet haben. Da hat man das nicht so mitgekriegt. Ja, die haben dann immer auf die Leute gezoomt, die überhaupt was so gesagt haben, die überhaupt da waren. Also, wie man sieht. Und es waren wohl sehr viele Redner. Die haben die ja ständig ermahnt, im Zeitplan zu bleiben. Es waren wohl über 50 Leute auf der Rednerliste. Ja, aber es waren wohl auch, glaube ich, nur ungefähr 50 Leute drin. Also es war ungefähr, würde ich sagen, jeder von denen, die überhaupt da waren, war auf der Rednerliste. Und die haben ständig diskutiert, dass sie keine Nachfragen zugelassen haben. Und die hat keine Nachfragen zugelassen von Leuten, die schon auf der Rednerliste stehen. Was dann natürlich irgendwie alle anderen ausgeschlossen hat, weil es war ja sonst keiner da. Da gab es auch Diskussionen während der Debatte, dass diese Vorsitzende da dann eine neue Regel erfunden hätte. Einfach mal so. Mhm.
Also war komisch, es wird ja nicht die erste Lesung gewesen sein, die da gemacht haben, mein Gott, oder? Mhm. Ja, aber die haben ein bisschen gestritten wie die kleinen Kinder. Und feiern. Ja, dann haben wir uns die Zeit ein wenig in der Cafeteria vertrieben und mehr oder weniger selbst gedampft. Mhm. Auch wenn es der Nichtraucherbereich war, hat sich effektiv niemand dran gestört. Wie viele Besucher waren denn da? Also bei der Debatte, da war vielleicht so ein Viertel oder so von an Besuchern im wir können uns das jetzt nicht vorstellen. Zuschauerrängen. Sag mal so eine Zahl. Puh. Geschätzt. Ah, vielleicht. Ungefähr genauso viel wie Abgeordnete, also so um die 50. Um die 50. Mhm. Also, ja, nicht allzu viel. Mhm. Und hier war eine der Kellnerinnen vom Restaurant so freundlich, uns zu fotografieren. Und der Dampfer auf der linken Seite? Das ist der Luc. Das ist ein, geboren in Belgien, lebt jetzt in Frankreich und hat gestern die holländische Petition überreicht. Okay. Ein internationaler Mensch. Ja, ein sehr internationaler, der sehr gut Englisch spricht, also und Französisch und Holländisch und ja doch. Ein EU-Dampfer voll und ganz. Ja. Wir haben uns da nochmal gesehen. Ja, so sieht das sieht irgendwie so nach einer Kugel aus, was sie da reingebaut haben. Mhm. Als was ist da unten dran? Ist das euer Dampfequipment? So sieht ja, manchmal auf dem. Das wäre etwas. Also so weit bin ich jetzt noch nicht. So sieht es manchmal auf den Stammtischen aus, wenn alle ihre Karten packen. Ja, das stimmt. Schön. Da ist es aber voller und das ist die Abstimmung bestimmt. Ja, da ist dann schon richtig gut voll. Da haben sie jetzt die Putzfrauen reingeholt, damit es nicht so leer aussieht im Fernsehen. Genau. Okay, das ja, also da bei der Abstimmung sah es dann richtig voll aus, doch. Da sind die alle reinmarschiert. Okay, und ihr hattet, wie man sieht, alle Kopfhörer auf und konntet die Sprache wählen, so wie man es auch im Internet sieht, ne? Dass man die Sprache wählen kann. Da hatte man an jedem Sitz, war da quasi bei jedem Sitz in der Armlehne war da ein Kopfhörer und ein kleines Tastenfeld, wo man Lautstärke einstellen kann und Sprache auswählen. Mhm. Also jeder konnte sich das einstellen, was er gerade, wie er es gerade haben wollte. Annette? Annette? Ja. Ja, wo du gerade da bist, wollte ich dich schnell was fragen, bevor du wieder weg bist. konntest du denn der Abstimmung gut folgen? Oder habt ihr da gesessen und nicht gewusst, was ist denn jetzt hier los? Ja, es war schon ganz in Ordnung. Ich habe teilweise mitgeschrieben, es war ein bisschen schwierig und dann sind immer wieder Besucher an uns vorbeigelaufen und das hat uns dann auch ein bisschen abgelenkt, aber da war auch vorne eine große Anzeigetafel, wo der Name drauf stand. Also der Abstimmung selbst, das war ein bisschen anstrengend. Bei der Debatte war es dann besser. Da konnte man dann auch auf so einer Wand, also vorne, wer jetzt gesprochen hat, konnte man da ablesen. Und ich habe teilweise, wie gesagt, mitgeschrieben, die Kommentare, ganz ist mir nicht gelungen, aber es war ganz in Ordnung doch. Und gab es da Reaktionen auf die Redebeiträge? Zum Beispiel, wenn da ein Herr Schlüter so tolle Sachen über Pina Colada-Geschmack gesagt hat. Hat man da in den Rängen eine Reaktion gemerkt? Meinst du bei der Besucher? Oder ja. Nee. Unten die 50 war ja klar, wie die reagieren. Je nachdem, wo sie gerade sitzen. Nee. Also ist mir nichts aufgefallen. Ich will mal eben in der Zwischenzeit loswerden, das, was man hier sieht, die URL tinyurl.com/eu-tpd2. Wenn man die aufruft, kann man, wenn man möchte, einen Kommentar abgeben zu dem heutigen Tag.
wenn sich da einige Kommentare einfinden, werden wir die gerne vorlesen wollen. Okay. Keine großartigen Tumulte zwischendurch, weil das weiß ich nicht. Tumult gemacht, ich hätte ja nicht ruhig bleiben. Ich bin auch hier nicht ruhig geblieben. Also bei einigen, das war ja harter Tobak. Da weiß ich immer nicht, ob das die Kamera von der Live-Übertragung her mit aufnehmen kann oder will oder soll. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, wenn ihr wirklich schon mal da wart. So die Stimmung. Ist das da mehr ernst oder locker oder ist das da, geht es dazu wie auf dem irgendeinem Fest? Auf dem Viehmarkt eher, oder so? Wollte ich jetzt gerade sagen. Eher ziemlich trocken und ernst insgesamt. Waren denn auch Lobbyisten da? Ich gehe mal davon aus, dass da auch ein paar dabei waren. Also da waren jedenfalls einige dabei, die schwer nach professionellen Anzugträgern aussahen. Ja. Auch ein Büro mit ihren Aktenköpferchen, ne? Und so, also. Du fragst nach Lobbyisten, die drei Dampfer waren da, das sind doch schon genug Lobbyisten, oder? Ja, das sind die aggressiven Lobbyisten. Und die ganz aggressiven, die bösen. Genau. Annette, warst du aggressiv? Also ich wäre wirklich aggressiv geworden, glaube ich, wenn ich mir das hätte anhören müssen und ich hätte nicht dazwischen schreien können, hör auf zu lügen, bitte hör auf zu lügen, das ist ja furchtbar gewesen. Ja. Ganz furchtbar. Ich war zumindest mit Gesten etwas aggressiver. Aber ich fürchte mal, auf die Entfernung hat man das nicht erkennen können. Was das sachliche Vorgehen im Parlament oder während der Abstimmung angeht, da gibt es auch was ein bisschen dazugehört im Chat gerade, wo darüber diskutiert wird, ob diese Abstimmungen nicht einfach viel zu schnell ablaufen, sodass, ich zitiere da, Christoph soll das wahrscheinlich heißen, trotzdem wage ich zu bezweifeln, dass ältere Abgeordnete dort schnell genug sind. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber ja, aber ich denke mal, das ist wirklich anstrengend auch für die Parlamentarier, von daher ist zu erklären, warum das eher trocken und Da muss auch dazu sagen, wir hatten ja am Montag, hat Lili diese tolle Liste gefunden. Es gibt ja eine Voting-List, da wird vorher schon festgelegt, in welcher Reihenfolge diese ganzen Amendments abgestimmt werden. Und vermutlich schreiben die Fraktionen genau in so eine Liste rein, wie die abstimmen sollen oder die Mitarbeiter oder wer auch immer das reinschreibt. Und dann haben die diese Liste und müssen eigentlich nur noch gucken, wie sie abstimmen sollen. Die überlegen sich das ja nicht spontan. Was? Und wir hatten diese Liste auch. Also ich hatte diese Liste und andere hatten diese Liste auch. Und diese Liste hat es wirklich sehr einfach gemacht, dem zu folgen. Und dadurch, dass sie noch ständig elektronisch gestimmt haben, das dauert Zeit, ne? Das kostet Zeit und das hat es dann wirklich einfach gemacht. Okay. Aber so eine Liste braucht man. Die hat man in der letzten Abstimmung am 10.7. in Brüssel. Die hat man, also wir zumindest alle, ne, die haben wir definitiv vermisst, weil ohne so eine Liste hat man keinen Fahrplan, da ist man orientierungslos. Ne? Ja. Das war sehr gut, dass die Liste diesmal mit dabei war, dass man sich orientieren konnte. Ja. Abgesehen davon, bei Andy war das deutlich zackiger. Ja, abgesehen davon, dass ich mich, glaube ich, richtig, Entschuldigung, Annette gleich, dass ich mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, dass bei Envy, bei der Envy-Sitzung, die Listen scheinbar in der Reihenfolge nicht übereingestimmt haben, bei manchen Fraktionen. Ja. Ne? Das möchte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Wer auch immer da, Teufel, Zufall, keine Ahnung. Ne? Ich sag da nicht mehr dazu. Also, was ich total interessant fand, die stimme ja per Hand ab. Also es gibt Abstimmungen, da stimme sie elektronisch ab und dann stimme sie auch bei vielen per Hand ab. Und ich weiß nicht, wie die das mitkriegen, aber wenn das dann kann es vorkommen, dass es scheinbar nicht eindeutig ist durch die Handabstimmung. Dann wird elektronisch nochmal abgestimmt oder es kann sein, dass das ja, wo halt dann das Ergebnis bekannt gibt, dass der dann sagt, ja, es ist jetzt abgelehnt und dann fängt ein Teil an zu brummen, so, und dann machen sie es doch elektronisch. Mhm. Und da ist es auch mal gekommen, dass sich das Ergebnis dadurch dann geändert hat. Echt?
Mhm. Oh, das klingt ja sehr vertrauenserweckend. Das hat man ja letztes Mal am 10.7. auch gesehen. Da hat Grote ja auch manchmal irgendwie geguckt und dann, wenn es unklar war, sagte er, check, ne? Und dann haben sie halt die elektronische Schiene genommen. Ja. Aber oder wenn irgendjemand aus dem Publikum check, von den Abstimmenden check gerufen hat, dann war das die Aufforderung, jetzt nochmal elektrisch zu machen. Mhm. Das Gute ist, was heißt das Gute, aber was wir vorhin noch entdeckt haben, ist, dass die Abstimmungsliste, wer wie abgestimmt hat, namentlich, dass die zu lesen ist im Internet. Das stellen wir mit rein in die Linkliste am Ende der Sendung. Also da kann man definitiv nachlesen, welche Person hat bei welcher Abstimmung sich wie verhalten. Finde ich ganz gut. Ja. Und es gab sogar Leute von der S&D-Fraktion, die für 170 gestimmt haben. Aha. Ja, also, es waren ein paar. Die europäische SPD, wo McEvans und Grote anscheinend keine Mitspieler hatten, ne? So kann man es schnell sagen. Mhm. Lecker. Ja, ich habe ja sonst keinen Grund zu feiern hier. Wie war das denn, wo die Abstimmung zu Ende war? Seid ihr dann irgendwie rausgegangen und... Ja, also nach 170 waren wir so voller Enthusiasmus und Energie, da sind wir gleich raus und haben den Rest uns gar nicht mehr angeguckt. Okay. Weil besser konnte es nicht mehr werden. Da war die Luft raus und war klar, wohin das Pendel ausschlägt, ne? Ja. Mhm. Da mussten wir die Begeisterung freien Lauf lassen. Mhm. Ja, im Forum war zu lesen, es flossen auch Freudestränen. Mhm. Ja, fand ich auch ganz interessant. Ja. Bei aller Freude, ich versuche das mal, ich weiß nicht, ob das in der Kürze der Zeit möglich ist. Was gibt es denn für Punkte, wo wir... Oder fragen wir erstmal so, bevor wir jetzt irgendwas Negatives machen. Ist das schon dingfest? Ist das schon so stark verabschiedet, dass man sagen kann, es bleibt dabei? Ist das diese Abstimmung leider nicht in Stein gemeißelt? Hm? Leider nicht. Das ist zwar ein entscheidender Meilenstein, ja. Aber es kommt immer noch der Ministerrat zu Wort. Irgendwann im Dezember vermutlich müssen die quasi das Ergebnis jetzt absegnen oder... Ja, selber wieder noch ihre Kritikpunkte und Amendments einbringen und dann geht es wieder zurück ins Parlament, falls sie sich nicht einigen können. Das ist der normale Weg, wie das Gesetzgebungsverfahren in der EU abläuft. Nach dem heutigen Tag war das Parlament dran und danach kommt die dritte und letzte Stufe, der Rat von der EU. Aber das, was heute passiert ist, die Abstimmung, die kann McEvans auch nicht mehr anfechten oder in irgendeiner Form noch anzweifeln. Das ist schon... zu Protokoll gegeben und unumstößlich. Das Einzige, was sie machen kann, ist jetzt mit dem Rat zu reden und denen zu sagen, Leute, ich muss das unbedingt als Medizin haben, stellt euch da quer. Das könnte sie noch machen, dann gibt es eine zweite Lesung, wenn die dann auf sie hören. Dann läuft sie aber auch Gefahr, dass das Ganze nicht mehr vor Mai 2014 durchkommt. Richtig. Genau. Arme Linda, da musst du sich jetzt entscheiden. Also um es nochmal vielleicht genauer auf den Punkt zu bringen, es kann insgesamt bis zu 3 Lesungen jeweils im Parlament und im Ministerrat geben. Ja. Ja. Wenn die dritte Lesung in beiden durch ist und die sich immer noch nicht einig werden konnten, wie das Ganze auszusehen hat, dann ist das Ganze komplett gekippt. Aber so lange ist es theoretisch möglich, dass das immer hin und her gespielt wird, bis irgendjemand dem anderen quasi einen Vorschlag, also bis das Parlament dem Ministerrat oder umgekehrt einen Vorschlag macht, den die andere Seite dann annimmt und dann wird es Gesetz. Die beiden Ebenen, die müssen sich jetzt einig werden, das Parlament und der Rat, ne? Genau. Also der Envy-Ausschuss hat erstmal eine Grundlage erarbeitet, diese beiden, ich sag mal, nicht Parteien ist ein ungünstiges Wort, diese beiden Positionen oder Körper sich jetzt einigen müssen. Und wie viele Leute sind im EU-Rat drin? Weil das wäre ja unsere nächste Aktion, dass wir die Leute anschreiben. Wie viele Leute das direkt sind, wissen wir nicht. Also zumindest ich weiß es nicht. Und zwar sind es jeweils Vertreter der Ministerien, bestimmter Ministerien von
allen Mitgliedstaaten. Mhm. Und diese Vertreter, wer auch immer das ist jeweils, die haben dann je nach Größe der Staaten unterschiedliche Anzahl Stimmen. Mhm. Deutschland und England sind natürlich die, und Frankreich sind natürlich dann die entsprechend meisten Stimmen und werden ziemlich entscheidend sein. Mhm. Das heißt, dann wäre da der nächste Punkt aus unserer Sicht, jetzt mal aus deutscher Sicht genau. Das Ministerium für Erziehung, Landwirtschaft und. Nee, nicht Erziehung, oder doch? Na, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Landwirtschaft. Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz. BESOGECO. Was? BMEL. Bei uns heißt das Ministerium BEMELF. Ach so, ja, bei uns. Entschuldigung, ich meinte jetzt in der EU gibt es im Rat verschiedene Formationen für verschiedene Richtig. Bereiche. Da ist eben unser BEMELF drin. Genau, genau. Aber in der EU. Und wer ist das dann? Frau Aigner? Ist jetzt noch Frau Aigner. Aber soweit ich gehört habe, will die ja demnächst nicht mehr mitspielen. Ist doch schon raus. Ich glaube nämlich auch, die Frau Aigner hat sich doch schon als erste verabschiedet. Deichqualm fragt gerade im Chat, ich lese mir im Voraus, sorry, wenn ich euch unterbreche, aber das ist ja genau das, was wir gerade auch diskutieren. Was sollten wir Dampfer als nächstes in Angriff nehmen? Der Kampf ist ja anscheinend noch nicht vorbei, richtig. Das ist genau der Punkt, den wir gerade besprechen. Also wann immer der Termin auch ist, wo die dritte Stufe von der EU-Gesetzgebung jetzt durchgekaut wird, dass der Rat, der EU-Rat dem Ganzen auch noch zustimmt, da müssen wir die Leute bearbeiten, die im Rat sind. Eigentlich nicht nur auf deutscher Seite, vermehrt wahrscheinlich, deutschsprachig, aber eigentlich auch den gesamten Rat aus der EU, wer immer da auch drin ist. Ich weiß es so auswendig auch nicht. Das ist der Punkt, den Dag schon mal angesprochen hat. Richtig, die E-Mail-Adresse 33@b, nee, wie hieß es? Ich habe nur 332, aber ein Referat, ne? Letztendlich habe ich es jetzt gerade nicht. Ja. Aber da gibt es einen schönen Thread im EAF. Mhm. Den das müssen wir mal wieder vorgraben, weil jetzt wird der nämlich aktuell. Ja. Akut. Ja. Also ich denke mal, da werden sich in der nächsten Zeit bestimmt auch detailliert nochmal werden Punkte zu offen sein oder Empfehlungen gegeben, an wen oder was man sich wenden kann und auch muss per Mail-Aktion, um die nächste Stufe zu bearbeiten und zu beackern. Ja, ich denke mal, das wird uns die nächsten Sendungen im DE-Talk dann auch beschäftigen. Und mit Sicherheit. Ja, also grundsätzlich, es gibt auf jeden Fall was zu feiern heute. Und das muss man auch immer wieder ganz deutlich sagen. Ja, es gibt so ein paar Punkte. Klar, es ist noch kein Gesetz, ne, worüber wir gerade gesprochen haben. Es gibt noch so ein paar Knackpunkte wie das Werbeverbot oder die, ich sag mal, die Warenaufschriften. Oder der Export-Import, ne? Die auch das, ja. Die Geschichte, ja. Ganz klar, also es gibt so ein paar Knackpunkte an der ganzen Geschichte. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Etappensieg. Und das ist vorhin ja auch schon angeklungen, wenn wir uns anschauen, wie das in den letzten Jahren, in den letzten Monaten so diskutiert wurde, aber auch in den letzten Jahren und wie das alles immer mehr gegen uns sprach, da kann man nur wirklich heute auch feiern und sagen, das ist ein riesiger Schritt gewesen. Das der ist Punkt kann nicht uns der Sieg. Nee, das noch aber, nicht, aber der Punkt, der Tag heute, der kann uns nicht mehr genommen werden, ja. Ja. Die Abstimmung kam im Sack und darauf müssen wir aufbauen und weitermachen. Ja, Doug hat gerade im Chat noch die E-Mail-Adresse, das ist die 223@bmelv.bund.de gepostet. Das ist dann gut, die wir vorhin gesucht hatten. Okay, das würde ich sagen, nehmen wir mit in die Linkliste mit drauf. Braucht jetzt keiner mitschreiben, kann man später nochmal locker im Forum nachlesen. Aber danke trotzdem dafür, für die Info. Ja, kommt auf alle Fälle noch in die Linkliste. Das ist ja dann einer der nächsten Punkte, die wir in Angriff nehmen sollten, müssen. Der Ursus schreibt gerade im Chat was Tolles. Er hat gerade geschrieben, dass er sich an dieser Stelle bei allen bedanken möchte für die Arbeit. Und zwar nicht nur
das Admin-Team, sondern jedem Einzelnen. Das können wir wirklich auch nur nochmal zurückspielen. Ja. Wir alle haben da wirklich einen Beitrag zu geleistet. Auch der Ursus hat einen Beitrag zu geleistet. Jeder Einzelne. Oh, ja. Das ist bestimmt. Wirklich... es war, auch wenn man oft das Gefühl hatte, wir kämpfen so ein bisschen alleine an weiter Front, es sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die das in ihrer Freizeit tun, die Leute angeschrieben haben. Und wir haben ja auch, nachdem wir, bevor und nachdem wir dazu aufgerufen haben, gab es ja auch schon unheimlich viele E-Mails und Postkartenaktionen und die, es ist einfach, wir zusammen haben da einen wirklichen Anteil dran gehabt. Ich denke mir, das kann man einfach so weitergeben, global, aber die ganzen EU-Vaper, so kann man es auch wirklich sagen, die sich da engagiert haben, die der E-Zigarette einen Namen verschafft haben, wenn es auch jetzt erstmal nur in ganz, 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 ganz großen Anführungszeichen nur vor dem heutigen Parlament war, ne? Also das nur meine ich jetzt dahingehend, dass es gesellschaftlich noch nicht so weit ist, aber immerhin, das ist echt ein Verdienst von allen uns zusammen. So muss man das, glaube ich, einfach sagen und so sehe ich das auch, wirklich. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, wo die Kraft gibt, da weiter aufzubauen. Ja? Ja. Da können wir uns alle wirklich rein gewissens auf die Schulter klopfen, aber alle gegenseitig und zusammen. Ja. Und da zeigt es, da sieht man einfach, dass es was gebracht hat. Ne? Dass der ganze, die Motivation, die wir versucht haben, mit rüberzubringen, irgendwo, die wir natürlich auch von anderen Leuten mitkriegen, Stichwort Vapor Trails als Beispiel, ne? Was mich persönlich immer sehr stark motiviert. Da sieht man einfach, dass es Früchte getragen hat. Und dieser Tag ist ein Tag, wo wir diese Früchte einfach ernten können. Ja. Finde ich gut, dass Rosus das jetzt so sagt, weil man kann es auch nicht oft genug sagen. Wir sind einfach toll. Wir sind alle einfach toll. Aber dass wir, ne, ganz europaweit gesehen von den Dampfern, da so sehe ich das. Wir Dampfer sind einfach super. Ich habe häufig geschrieben und auch häufig gedacht, ich bin nur ich und wir haben keine Lobby. Aber tatsächlich ist es so, wir sind unsere eigene Lobby. Absolut. Und wir sind die aggressiven Lobbyisten. Was Rosus gerade noch gesagt hat oder im Chat schreibt, das hat er heute auch im Forum schon geschrieben, und wir hatten Auswirkungen, schaut euch mal an, wer heute im EU-Parlament alles über die E-Zigarette geredet hat. Da kam dann ja auch so ein bisschen im Forum das Aber, ja, und Snus wurde verboten und da fiel mir nur dazu ein Ja. Snus hatte eben keine Lobby. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Dampfer, die wirklich sich engagiert haben, die ihre Abgeordneten angeschrieben haben, die zu irgendwelchen Demos gegangen sind, die veranstaltet haben, die Petitionen eingereicht haben, die unterschrieben haben. Jeder, der sich irgendwie engagiert hat, das ist eine Menge, das ist gehört worden und heute ging es in jedem einzelnen dieser Beiträge, oder fast jedem einzelnen dieser Beiträge in der Diskussion vor der Abstimmung, ist die E-Zigarette als Begriff gefallen. Das alleine zeigt, dass da wurde klar auch über die TPD als solche geredet und was sie eigentlich bewirken soll. Aber diese E-Zigarette oder die E-Zigarette war ein Thema und das kann man nicht so einfach unter den Tisch kehren. Das ist das Verdienst derer, die sich engagiert haben, die dem Ganzen eine Stimme und ein Gesicht gegeben haben. Super. Ja. Bei der Envy-Abstimmung wäre das bestimmt nicht so gewesen, dass die E-Zigarette in so einem großen Rahmen vom EU-Rat ein Begriff gewesen wäre. Ne? Also im Parlament. Beim Rat müssen wir erst noch dran arbeiten. Ja, aber es ist jetzt auch gerade, was wir heute gesehen haben, ja. Erstmal. Es ist auch gerade der komplett emotionsmäßig, ist es gerade das komplette Gegenteil von dem, was wir im Juni hatten. Wo dieser Kommissionsvorschlag nochmal verschärft wurde und alle nur da saßen und gesagt haben, Mann, wofür eigentlich? Wofür schreiben wir und wofür sagen wir und wofür zeigen wir, dass wir hier sind? Und jetzt sehen wir, genau dafür haben wir das gezeigt und das wird uns auch weiter Flügel verleihen, hoffentlich. Selbst Philgut war kurzfristig mal sehr deprimiert. Ja, jo, selbst der hat gesagt, er gibt einen aus. Also, lieber Phil, mein Glas ist leer.
Ja, Prosecco für alle. Und Sekt, hat aber nicht geschrieben, wie groß die Gläser sind. Ist da auch schon angeklungen im Forum. Also ich hätte da einen Vorschlag. Ja. Gut, pass auf. Ich habe die unangenehme Aufgabe, auf die Zeit zu achten, was ich jetzt mal gerade wieder tue. Wir wollen, obwohl wir noch sehr viel über dieses Thema sprechen sollten, wollen wir trotzdem noch einen weiteren Punkt mit reinnehmen, denn Norbert, ihr wart nicht nur heute in Straßburg, ihr wart auch gestern am Montag da. Ja, ja? Gestern war ich allein in Straßburg. Mhm. Warum und denn? Hab da die ja, die französischen Dampfer unterstützt bei ihrem bei ihrer Demo und die haben gestern dann ihre Petition übergeben. Und also wie man sieht, ja, die Demo war schon gut besucht. Ja. So 100, 150 Leute. Vielleicht auch 200, ich weiß nicht genau. Es hat okay. immer wieder ein bisschen geschwankt. Waren da da so ab Mittag, so ging es, ja, kurz vor 12, so halb 12, ging es los und also da die war die gleiche Aktion, die wir auch hatten von der IGED, die wurde von denen auch gemacht und das war eben gestern deren Übergabetag. Ja, aber es war eigentlich hauptsächlich eine Demo mit, ja. mit angeschlossener Übergabe, also da waren transparent, jede Menge Transparente und Plakate und die ganzen Abgeordneten, die dann im Laufe des Montags eingetrudelt sind, mussten quasi an uns vorbei und unsere Plakate sehen. Ja, schön. Und lesen. Ja. Und zum Beispiel dieses hier, ihr werdet nicht sagen können, dass ihr es nicht wusstet. Mhm. Und hat vielleicht auch noch mal den letzten Schliff. Schub an Eindruck gemacht. Und ja, da hat im Endeffekt jeder mal, oder viele haben da einfach mal gesprochen, ich auch, war so frei und die Masse an Dampfern, die da am Wegesrand stand, war schon eindrucksvoll für die vorbeiziehenden Abgeordneten. Ja. Wie lange habt ihr da verweilt? Wie lange ging die ganze Aktion? Also um 12 ging es offiziell los. Angefangen haben wir schon etwas los ging es schon etwas früher. So mit Aufbau und Ansammlung. Und ja, dann immer wieder mal reden und so und einfach nur so in Grüppchen zusammenstehen und quatschen auch. Hat sich dann so etwas hingezogen, weil es gab keinen festen Termin für eine Übergabe, also nicht so wie bei unserer Petition mit der IGED, wo wir ursprünglich ja den 9.9. hatten, das dann aber ganz kurzfristig nochmal verschoben wurde auf den 11.9., wohl um möglichst irgendwelche Demos zu verhindern, keine Ahnung, hatte die EDUs im Endeffekt gar keinen Termin bekommen, also keine Terminzusage. Und haben sich einfach hingestellt mit den Petitionen. Dazu gesellt haben sich dann auch noch die Vertreter der holländischen Dampfer. Ist das einer von denen? Dann der Luc. Ist das der, den wir ja, gerade das, sehen? Ja, ich glaube, das war ist der Luc, ja. Ja, und wer oder was ist da in der Kameraseite? Ist das, war das Presse oder war das interner Fanclub? Das war Presse. Also da war eine ganze Menge Presse dabei, unter anderem auch durchaus Kanal Plus und andere große Sender waren interessiert und haben auch und haben gefilmt. Und so wie ich mitbekommen habe, war gestern schon eine ganze Menge im französischen Fernsehen zu sehen, auf diversen Nachrichtensendern. Ja. Ja, und die Übergabe wurde dann gemacht an die gute Rebecca Taylor, die wir ja alle kennen und lieben. Die kam sie hat die Petition entgegengenommen. War das verabredet oder kam das spontan?
Es war verabredet, dass irgendjemand kommt, aber so genau, wer da jetzt kommt, war noch nicht sogar 100% klar. Rebecca Taylor ist quasi, nachdem sie noch in der alten Sitzung war, noch schnell rausgekommen, um so gegen 5:30. Da ist sie zu sehen. Also auf der rechten Seite mit der Brille. Hat sich noch für ein Gruppenfoto breitschlagen postiert lassen. Und hat hier dann die Petition übernommen. Einmal die große Petition der Franzosen mit 3.900 und ein paar zerquetschten Unterschriften und die ebenfalls recht respektable Petition der Holländer mit etwas über 11.000. 30.000 und 11.000, ja. 39. Der 11, also ungefähr 50.000 Unterschriften insgesamt. Mhm. Okay, viele geblättert natürlich, gerade auch von uns Deutschen, die schön fleißig dabei waren, alle Petitionen zu signieren. Genau. Und ja, das war schon ein ansehnlicher Stapel. Ja, schön. Dann warst du 2 Tage im Ausland für das Dampfen unterwegs. Richtig. Ja. Ich habe dann auch meinen Beitrag geleistet, um zu zeigen, wir sind ein vereintes Dampfer-Europa. Ja, schön, gut. Toll, dass wir davon auch Impressionen und Eindrücke, Live-Eindrücke von dir mitbekommen konnten. Ja. Ja. Wollen wir noch in den letzten Minuten, die wir haben, Kommentare vorlesen? Ja, willst du? Ja, ne, komm, ich bin nicht so gut im Vorlesen. Will einer von euch das bitte machen? Seit wann sind wir eine Demokratie? Wollen wir? Wenn wir das jetzt so machen wie in der EU, ja, dann machen wir jetzt dafür. Nee. Moment mal, da müssen wir erst mal Änderungsvorschläge haben, ob wir das überhaupt wollen. Los, komm. Wer von euch liest das bitte mal eben vor? Na gut. Dann mache ich das. Also, ein Kommentar von Steffi. Alles ist besser als Arzneimittelregulierung, aber Linda hat es immer noch nicht gecheckt. Mhm. Ja. Dann Dampfbart schreibt, danke Lady McAvan für unsere Gesundheit, ein großes Plus. Mhm. Danke Lady McAvan. Na gut. Hoshi schreibt, wirklich, die EU hat es geschafft, dass ich nun doch nicht in die Tabakkonsumsucht zurückkehren muss. Soweit sind wir zwar noch nicht ganz, aber das der Weg, die Weichen dazu sind gestellt, genau. Zumindest das, ja. Next Time schreibt vielen, vielen, vielen und ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die das möglich gemacht haben. Ja, dem haben wir uns auch schon angeschlossen. Alle, die sich dafür eingesetzt haben. Anonymer Feigling. Wir haben ein paar Zehen statt beider Beine verloren. Das kleinere Übel, aber sicher ist noch nichts. Jetzt nicht nachlassen, AstroTurfs. Ja. Deichqualm hat gefragt, was das Werbeverbot für YouTuber, Blogbetreiber und Facebook-Seiten bedeutet. Wäre vielleicht auch interessant bezüglich Vapertrails TV. Oder generell, wie hart das ausgelegt wird. Ja, genau. Mhm. Darüber können wir in den nächsten Sendungen vielleicht mal sprechen. Mampfdampf macht sich Gedanken über die Online-Händler, wenn die im Internet nicht mehr annoncieren können oder advertisen können, was dann? Naja, das geht in Richtung Werbeverbot. Mhm. Carolus schreibt nur, gut so, kann es weitergehen. Und der letzte Kommentar war von Rosus, der jetzt hier noch schreibt, das Einzige, was mich jetzt noch verunsichert ist, Frau McAvan kann jetzt bei den Verhandlungen mit dem Rat noch einigen Unsinn machen. Ja, denn in der Folge hat Frau McAvan dummerweise das Mandat bekommen, die Verhandlungen zwischen dem Rat und dem Parlament zu führen. Mhm. Sie hat leider nicht wahrgemacht, was sie uns allen vorher versprochen hat, nämlich, dass wenn 170 angenommen wird, sie ihren Posten aufgibt oder zumindest das Ganze blockieren wird. Ja. Ja, ich habe ja vorhin schon geargwöhnt, dass vielleicht auch einige MEPs nur so abgestimmt haben, um die Frau loszuwerden, aber das ist, das ist nur meine ganz persönliche, fiese
Kommentarfunktion, die sich da eingeschaltet hat. Ja, das waren erstmal die Kommentare. Jo, danke schön fürs Vorlesen und danke auch für die Kommentare. Für die Kommentaren, ja, Entschuldigung. Genau. Das würden wir vielleicht gerne mal fortsetzen, um ein bisschen mehr Interaktion reinzukriegen. Wir haben hier noch ein Zitat von Christoph aus dem Chat. Trotzdem bin ich ein Kind von Linda. Das erinnert mich an Sendungen von Paper Trails. Das kam da auch oft vor. Ja, Zeit ist um. Wollen wir versuchen, schnell mit Freude im Nacken. Ja, Freude. Es ist auch schon spät. Ja, los. Einen schnellen Abschluss zu finden. Ja. Wir bedanken uns erstmal bei euch allen, die mit dabei waren heute an diesem besonderen Tag. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Und sagen, jetzt sind wir wieder vollzählig, alle Mann und alle Frau im Chor, ein europäisches Dankeschön und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3. Tschüss.